Das nächste Jahrhundert geht an die Gentechnologie, doch dieses gehört dem Fetisch Auto. Nun, das sagte der Macher und letztes Urgestein der Aktionskunst H.A. Schulz 1989, als er rechtzeitig zur Auslieferung der neuen Fiesta-Generation von Ford die Kölner mit seinen bemalten, eingefrorenen oder zugespachtelten Fetischautos beglückte. 30 Jahre ist das alles her und in Anbetracht von Dieselskandalen und Verkehrskollaps möchte heutzutage so mancher Autofahrer förmlich in die Luft gehen. Und genau dieses in die Luft gehen passierte jetzt, 30 Jahre nach Schulz Kunstaktion, an einem frühen, sehr frühen Sonntagmorgen. Denn da musste sein Fetischcar mit dem Titel Steinerne Zeit dem neuen Besitzer quasi per Luftpost zugestellt werden. Mein Name ist Dirk Kessel von Verein Kunst des Geben und unsere Aufgabe ist es, den Abflug dieser Skulptur und von H.A. Schulz diesen Abflug mitzuerleben, uns zu bedanken, weil wir sind diejenigen, denen er dieses Kunstwerk spendet und sagt, das für einen guten Zweck. Hier ist der Käufer, die DEVK, und wir sind total happy, wenn wir irgendwann diesen Abflug der Skulptur, wenn dann auf unserem Vereinskonto eben dieser Betrag landet, und das ist für uns eine super, also das ist einmalige Situation. Also deswegen sind wir H.A. Schulz und DEVK total dankbar, weil das war innerhalb von wenigen Tagen, Stunden, war klar, wir dürfen damit rechnen, wir haben einen Käufer und das ist einmalig. Ne? Das heißt, wir wollen Casa Colonia unterstützen von Seiten der DEVK. Und wir sind ja schon lange Jahre mit H.A. Schulz gemeinsam unterwegs. Wir haben die Kugel auf dem Dach der DEVK. Und jetzt ist das Fetischauto im Fokus. Wir können was für die Stadt Köln tun, für Casa Colonia. Und wollen natürlich auch das Auto dann entsprechend präsentieren und machen uns derzeit Gedanken über den Standort. Wir dürfen den Kaufpreis nicht nennen, aber so viel, dass wir sagen, wir überspringen damit die 500.000 Euro Marke insgesamt. Also wir haben insgesamt Spenden und Erlöse gesammelt und durch diesen Kauf sind wir über 500.000. Das ist total toll. Aber wieso stiftet H.A. Schulz überhaupt so mir nichts, dir nichts ein Kunstwerk? Das hat sich ja geradezu aufgedrängt, weil unser Freund Kessel ja hier sehr rührig ist. Und wir alle das beobachten, was er da treibt und viele Künstler hinter ihm stehen. Und wie ich hier nun auszog mit meinem Museum, da habe ich gedacht, als Erinnerung an diese 25 Jahre, die ich dieses private Museum betrieben habe, schenke ich den Obdachlosen dieses Auto und zwar den Erlös davon. Nun hatten wir das angekündigt und das lief auch über die Nachrichten und schwuppdiwupp fand sich, und da war ich auch überrascht, ein alter Weggefährte, nämlich die DVK, die auf die Idee kam, das schnell zu kaufen, bevor es ein anderer kaufte. Jetzt wird jeder nochmal die Antwort von mir bekommen, was das mit Vostell zu tun hat. Vostell war ein Künstlerfreund, ein Künstlerkollege, 6, 8 Jahre älter als ich, hatte Zucker, war ein bisschen im Autofahren schlecht. Und so hat er das Klügste getan, was er tun konnte. Er hat seinen ollen Opel einbetoniert, 1969 von der Galerie Rybelski. Und dieses eingefrorene Auto, zum Stillstand gebrachte Zeit sozusagen, ist ein Vorläufer auch meiner steinernen Zeit. Und ich genere mich nicht, auf derselben Fährte zu sein, wenn dann die Kritik kommt, das sei epigonal. Man merkt es schon, H.A. Schulz ist auch mit fast 80 Jahren kein bisschen leise und immer noch der Macher, wenn er sich auch jetzt anlässlich der Flugshow seiner steinernen Zeit auf das Können der Fachleute und des Kranführers verlassen muss. Übrigens, auch wenn der Verein Kunst hilft geben jetzt rund 500.000 Euro zusammengesammelt hat, kann das erst der Auftakt sein für das große Obdachlosenprojekt Casa Colonia. Und so werden auch weiterhin Benefizveranstaltungen gemacht und Gönner gesucht, die entweder Kunst aus dem Bestand des Vereins kaufen oder solche dem Verein zur Verfügung stellen. Das ist das Steinauto. Und das wird jetzt helfen, Obdachlosen ein neues Haus zu machen.